Willkommen zu Expedition Rom, neue Folge. Mehr oder weniger. Den Part kennen wir ja bereits schon. Habe ich irgendjemand, mit dem ich hier noch sprechen konnte? Nein. Jetzt erstmal zu der Kleopatra-Tante. Alles ist abgeriegelt hier, ne? Da kommen kann ich nicht hinklicken. Warum nicht? Doch, das geht. Dominus Lucullus war immer gut zu mir. Ach, das ist so dumm, dass man das nicht gefixt hat, dass sie die Tür jetzt mal erstmal aufmachen müssen, statt die Tür offen zu lassen. Kleopatra Philopator, die Göttin, die ihren Vater und den rechtmäßigen Pharao von Ägypten liebt. Ausführliche Vorstellungen brauchen wir nicht mehr. Ich gehe davon aus, dass wir inzwischen ausreichend miteinander vertraut sind. Legate, ihr habt mich gerettet. Ich werde dafür sorgen, dass ihr dafür belohnt werdet. Ich verleihe euch diese Rüstung. Sie wird Wache der Königin genannt. Trag sie mit Stolz. Ihr werdet bald feststellen, dass eure Verpflichtung mir gegenüber viele Belohnungen mit sich bringt. Sollen wir zum Geschäftlichen kommen? Ich habe euch etwas versprochen und eine Göttin steht immer zu ihrem Wort. Stellt eure Fragen, Legate. Es spielt keine Rolle, was ich glaube, solange das Volk seine Göttin braucht. Das Volk irrt sich immer. Deswegen braucht es seine Göttin. Es ist ein traditioneller Titel. Wenn es mir so passt. Ja. Ihr sprecht mit einer Göttin. Die Dinge, die ich weiß und ihr nicht, würden alle Bücher sprengen. Ihr scheint mir ein belesener Mann zu sein. Gefangen ist so ein unschönes Wort. Sagen wir, ich wurde festgehalten. Manche Menschen können einfach keine Schönheit wahrnehmen. Deswegen ließ er mich festhalten. Ihr habt viel mit Ptolemaios gemein, Römer. Hoffentlich. Sonst wäre dies eine große Zeitverschwendung. Wir haben uns nun schon seit einer ganzen Weile Briefe geschickt. Leider hatte er nie das Vergnügen, meine Gesellschaft persönlich zu genießen. Er war ein guter Mann. Er hatte es nicht verdient, einen so grauenvollen Tod zu sterben. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Es ändert nichts, mit der Vergangenheit zu hadern. Kommen wir direkt zur Sache? Kein weiteres Vorspiel? Mein Ehemann, Ptolemaios Philopator, arbeitet mit einem römischen Bürokraten namens Loco zusammen. Ich glaube, ihr seid mit ihm vertraut. Genau in welcher Hinsicht sie zusammenarbeiten, weiß ich nicht. Ich wette auf etwas finanzieller Natur. Etwas Großes. Worum auch immer es bei dieser Zusammenarbeit geht, es muss nach römischem Gesetz illegal sein. Ich glaube, der Prokonsul hat davon erfahren und versucht, meine Hilfe in Anspruch zu nehmen, um Beweise zu sammeln. Leider haben Vitellius Locus Spione die Botschaften abgefangen, die er geschickt hat. Ich muss wohl nicht ausführen, dass weder Loco noch mein Ehemann über diese Entwicklung erbaut waren.
Ich wusste es. Das ist möglich, aber unwahrscheinlich. Einen römischen Konsul zu töten, entspricht schließlich einer Kriegserklärung an Rom. Loco hat von der aktuellen Lage profitiert. Er hat keinen Grund, einen Krieg zu beginnen. Er hat den Prokonsul gehasst. Das mag sein. Aber ich glaube, er ist nicht dumm genug, aus kleinlichen, persönlichen Gründen einen Krieg anzufangen. Loco ist ein schlauer Mann, der bedacht vorgeht. Ptolemaios ist ein dummer Mann mit Reichtum und Macht. Ich habe im Gegenzug einen einfachen Vorschlag. Ich werde einzige Pharao und liefere euch meinen Ehemann auf dem silbernen Tablett und Vitellius Loco als Beilage dazu. Ich brauche dafür nur eure Unterstützung. Mit eurer Hilfe können wir gemeinsam Ägypten zurückerobern und meinem Volk Frieden bringen. Dürfte ich untertänigst eine mögliche Lösung vorschlagen? Ihr dürft. Ihr könntet einfach Soldaten aus Nasamones selbst rekrutieren. Mein Volk mochte den Prokonsul. Und auch wenn es in zahllose einzelne Stämme zerstritten ist, könnte es sich doch unter einem starken Banner zusammenfinden wollen. Ist es das wirklich? Wir können mit den Barbaren zusammenarbeiten. Aber können wir ihnen auch vertrauen? Wir werden erst mit den Ältesten reden müssen. Wir sollten uns, sobald es euch passt, beim Hof des Himmels treffen. Spuckt es aus? Ich mein. Wenn das eure Frage ist, weil ich eine Göttin bin. Das habe ich nicht gesagt. Ihr habt mich gefragt, ob ich denke, dass ich eine Göttin bin, und ich sagte, dass ich das nicht denke. Ihr seid ein Narr, wenn ihr glaubt, Göttlichkeit ließe sich durch Meinungen beeinflussen. Man denkt nicht, man sei göttlich. Alexander der Große war mein Vorfahr. Ich bin die Tochter von Eroberern und Pharaonen. Die höheren Götter Ägyptens sprechen durch mich. Mein Wort entscheidet über Leben und Tod. Ich beherrsche diese Welt und das, was nach ihr kommt. Seht mir in die Augen, Römer. Ich bin göttlich. In mehrerlei Hinsicht. Die Frage ist, seid ihr es? Schön, euch kennenzulernen. Glühender Speer des Mars. An meiner Familie ist nichts verwirrend. Traditionell werden Jungen Ptolemaios und Mädchen Kleopatra genannt. Es sind unsere Taten, die uns definieren, nicht unsere Namen. Er wendet sich gegen den Willen des Volkes. Meine Familie ist ihren Traditionen sehr verbunden. Sie steht in enger Verbindung mit den Göttern, aber nicht mit dem Volk. Mein Bruder will tatsächlich die alten Götter ersetzen. Das ist ebenso närrisch, wie zu versuchen, das Volk zu ersetzen. Ich werde dem Volk geben, was es will und was es braucht. Natürlich werden wir das, weil es mein Wille ist. Spuckt es ab. Okay, dann zum Hof des Himmels.
Ja, er spricht Griechisch, Domine. Es scheint, als wäre er ein Händler, der sich auf Servi spezialisiert hat. Willkommen am Hof des Himmels, der wichtigsten jährlichen Versammlung der Ältesten und dem Grund für unsere Anwesenheit. Es ist uns eine Ehre, euch bei uns zu haben. Natürlich. Was wollt ihr wissen? Der Hof des Himmels bezeichnet sowohl den Ort als auch den Anlass. Jedes Jahr versammeln sich die Ältesten der Stämme hier, um Streit beizulegen und wichtige Entscheidungen zu treffen. Es ist auch eine Gelegenheit für das Volk, den Ältesten Probleme vorzulegen. Es ist die Pflicht des Hofs, Recht zu sprechen, sofern die Angelegenheit wichtig genug ist. Und zu guter Letzt zieht der Hof des Himmels Händler aus ganz Nasamones und darüber hinaus an. Wo Menschen sind, wird es auch immer Handel geben. Händler und Söldner, die Reichen und die Armen. Jeder hat einen Grund, hier zu sein, so wie ihr. Manche Leute setzen Dinge in Bewegung, andere sehen dabei zu. Es liegt bei euch, ob ihr Macher oder Beobachter sein wollt. Ich würde vorschlagen, dass ihr euch etwas umseht und die Stimmung auf euch wirken lasst. Trefft ein paar Leute und redet mit ihnen. Kauft ein, wenn ihr wollt. Da ihr als mein Gast hier seid, dürft ihr überall hin. Wir könnten auf Abneigung stoßen, aber lasst euch nicht beirren. Die kleineren Stämme werden tun, was ich ihnen sage. Die Ältesten der größeren Stämme sind diejenigen, die mir Sorgen machen. Nicht alle mögen die Römer. Einige der Ältesten sehen eure Anwesenheit als einen direkten Angriff auf ihre Unabhängigkeit. Redet nicht, ohne vorher angesprochen zu werden. Versucht respektvoll und diplomatisch zu sein. In gewisser Weise ist dies unser Senat. Alles wird gut gehen, wenn ihr niemanden beleidigt. Izil und Medur sind die angesehensten Ältesten unter uns. Wenn wir sie beide überzeugen könnten, wäre das ein großer diplomatischer Sieg. Udart mag sich gegen euch stellen, aber bei ihm weiß man nie. Und dann ist da noch der junge Wamaksan, der immer heißblütig ist. Von seinem Einfluss her steht Udart auf derselben Stufe wie Medur. Allerdings ist er ein stärkerer Traditionalist. Er betet zweimal täglich zu seinen Ahnen bei Sonnenauf- und Untergang und hofft darauf, dass sie seine Fragen beantworten. Wir glauben, dass unsere toten Ahnen über uns wachen. Deswegen beten wir zu ihnen. Ein junger Mann, der sich vor Älteren beweisen will, immer eine gefährliche Sache. Er ist für seine Fähigkeiten im Kampf bekannt, aber seine diplomatischen Fähigkeiten lassen zu wünschen übrig. Die Art Mann, die mir gefällt. Das glaube ich auch. Wie wäre es mit einem Grüße und einen schönen Abend, euch Reisende. Ihr seht aus wie Menschen mit feinem Geschmack. Oder täusche ich mich da? Dann schaut genau hin und probiert und riecht auch gerne. Wir bieten allerlei exquisite Geschmäcker an. Seht euch gerne um und sagt mir, wenn euch etwas interessiert. Nun, ich würde nicht sagen besser, aber sie sind auf jeden Fall anders. Das hängt nicht nur von den Reben, sondern auch von der Umgebung und dem Wetter ab.
Das ist eine Sache des Geschmacks, aber ich glaube, dass man in seinem Leben vieles probieren sollte. Man muss sich selbst kennenlernen. Stimmt ihr da nicht zu? Die Antwort ist niemand. Aber wir können es versuchen. Es gibt schließlich derart viele verschiedene Weine im Leben zu trinken. Ich habe nicht viele interessante Trauben für euch. Der aktuelle Jahrgang war eher zaghaft. Zum Glück heißt das in der Regel, dass wir mit den besten Essig haben. Und könnte ich eure Aufmerksamkeit vielleicht auf unseren exzellenten hiesigen Honig lenken, für den Fall, dass ihr etwas von eurem römischen Mulsum herstellen wollt? Ihr da, Römer! Ich nehme Eisen, ich verkaufe Eisen. Ich verkaufe euch die Dinge, die andere loswerden wollen. Wenn ihr ungeliebte Dinge wollt, seid ihr beim richtigen Zelt. Wer seid ihr? Ein Metallgelehrter? Ich kenne mich mit Metall besser aus als jeder andere. Wenn ich sage, dass es Eisen ist, ist es Eisen. Ende der Diskussion. Seht euch an, was ich zu bieten habe und sagt mir, was eure Aufmerksamkeit gewonnen hat. Habt ihr diese schweren Klingen gesehen? Sie sind von hoher Qualität. Und vielleicht braucht ihr ein paar Werkzeuge, die eigentlich für Wurfspeere gedacht sind. Sehr gute Arbeit. Aber da ihr Römer seid, könnte euch auch dieser alte Helm interessieren. Er ist etwas verbeult, aber ich bin mir sicher, er wird euch gefallen. Ein verzweifelter Schatzsucher hat ihn mir in der Nähe von Utica verkauft. Er ist wahrlich hässlich und verbeult. Ich habe ihn dem Mann aus Mitleid abgekauft. Domine, seht euch diese Inschriften an. PCS. Publius Cornelius Scipio. Bei Hephaestus humpelndem Bein. Das ist der Helm des berühmten Generals Scipio Africanus. Ein immens wertvolles Stück. Es ist ein überkandidelter Hut, Syneros. Und reden wir besser nicht so laut. Das kann ich unmöglich sagen. Aber ich habe keinen Zweifel. Die Form des Helms ist aus der richtigen Zeit. Vielleicht hat er ihn bei einem Austausch von Geschenken nach der Schlacht zu Zama weggegeben. Scipio Africanus war ohne Zweifel einer der größten Strategen aller Zeiten. Dieser Helm ist ein unvergleichlich wertvolles Artefakt. Das klingt für mich nach einem angemessenen Preis. Ich hoffe, dass ihr einen Nutzen für das alte Ding findet. Wollt ihr sonst noch etwas von meinem Stand? Würde ist, was man daraus macht. Solange ich zurückdenken kann, war ich immer schon von Metallen fasziniert. Und als Erwachsener bin ich immer noch davon besessen. Ich sammle Metall und verkaufe es an jene, die es zu schätzen wissen. Ich bin so würdelos, wie meine Kunden es sind. Und ich bin stolz darauf. Dachtet ihr, ich würde euch täuschen wollen? Was ich hier verkaufe, ist Metall. Und nur Metall. Das ist mit Abstand die größte Ratsversammlung, bei der ich je war. Frische Speisen von den... Der berühmte Römer, von dem alle reden. Es ist noch nicht zu spät am Tag, um Vorräte zu kaufen, die ihr braucht. Kommt näher und seht euch um. Mein Stand, wenn auch bescheiden nach euren Maßstäben, steht euch zur Verfügung. Ich fühle mich geschmeichelt. Ich weiß, dass mein Laden im Vergleich zu denen in Rom verblasst, aber am Hof des Himmels werdet ihr keinen besseren Ort für den Handel finden. So viel kann ich euch versichern. Sagt mir, was ist es, das ihr begehrt? Natürlich, es geht gar nicht anders. Ich gehöre allerdings zu keinem Stamm, von dem ihr schon einmal gehört haben werdet. Mein Stamm ist recht klein. Aber wir pflegen gute Beziehungen, sowohl zu Lunias als auch zu Udats Stamm. Nun,
Innerhalb der Grenzen dessen, was ich euch an diesem Stand bieten kann, natürlich. Ich kann euch keine Unsterblichkeit gewähren. Noch nicht. Und ich weiß, was ihr denkt, aber vertraut mir. Das wollt ihr nicht versuchen. Mein Ehemann ist sehr eifersüchtig. Im Gegenteil, das hilft meinem Geschäft. Alle unterschätzen mich und zahlen den Preis, in der Regel wortwörtlich. Ich habe keine Angst vor irgendwem. Alle haben Angst vor mir. Wir können das auf keinen Fall angemessen vergüten. Fragt ihn, ob er 20 Flaschen Wein aus Karthago stattdessen akzeptieren würde. Lasst euch höchstens auf 30 hochhandeln. Römer, die Geister müssen euch hier in meine kleine Ecke geführt haben. Was ein Glück. Ich benötige ein bisschen eurer Zeit und eure Ortskenntnis. Wärt ihr bereit, mir auszuhelfen? Und genau deswegen brauche ich euch. Ich brauche einen Ortskundigen für Länder jenseits des Diesen. Ihr seid Krieger, oder nicht? Wenn ihr den Tod zu anderen bringt, ist es nur naheliegend, dass ihr den Tod und die Länder des Todes kennt. Mein Name ist Axil. Ich bin, was ihr in eurer Sprache vielleicht einen Philosoph nennen würdet. Aber für mein Volk bin ich ein Schamane. Es ist meine Lebensaufgabe, die vielen Lande jenseits des Todes zu studieren und zu erkunden. Und wie sie sich von Kultur zu Kultur unterscheiden. Nun, das ist eine der Fragen, die ich zu ergründen versuche. Hängt es davon ab, woran wir glauben? Oder davon, wo wir geboren werden? Oder als wessen Kind? Ich bin zutiefst von diesen Vorstellungen unterschiedlicher Leben nach dem Tod fasziniert. Aber wenn ich dieses Buch vollende, hoffe ich, dass es als eine Art Reiseführer dienen wird. Dann versteht ihr mich. Es kann niemals wirkliche Gewissheit zu dem Übergang von einem Leben in das nächste geben. Und abgesehen davon müssen wir als Gelehrte schon allein aus dem Grund nach der Wahrheit suchen, dass wir uns selbst erleuchten wollen. Ihr seht wie eine vertrauenswürdige Person aus. Und ich weiß, dass ihr Römer stolz auf eure Tugenden seid. Oder ist das nicht so? Ich könnte später die Hilfe eines weiteren Römers in Anspruch nehmen, der eure Angaben richtig stellen und enthüllen würde, dass ihr mich getäuscht habt. In dem Fall wüsste ich zumindest, über welchen Teil ihres Jenseits die Römer gerne Lügen verbreiten. Ich habe viel Wissen zu unserem eigenen Jenseits gesammelt, aber hatte noch nie die Gelegenheit zu lernen, was die Römer nach dem Tod erleben. Genau das. Ich habe mit einer Reihe von Gelehrten über das Jenseits gesprochen, aber sie alle waren aus Afrika. Meine Theorie ist, dass das Leben nach dem Tod davon abhängt, an welche Götter man glaubt. Ich will einfach wissen, was für ein Jenseits die Götter der Römer bieten. Das ist eine persönliche Sache zwischen euch und euren Göttern. Der Wille eines Gottes wird nicht dadurch nichtig, dass ihr nicht an ihn glaubt. Erklärt mir zuerst die übliche Reise, die der Tote laut eurer Kultur zurücklegt. Stellt euch vor, ihr wärt tot. Was geschieht dann? Von allein? Interessant. Wir müssen auch eigenständig zum Duat reisen. Aber es heißt, dass der Weg für jede Person anders ist. Ein Fluss, das klingt angenehm. Aber nehmt ihr euer eigenes Geld in die Unterwelt mit? Natürlich.
Wir glauben auch, dass es am besten ist, die Toten mit ihren Besitztümern zu bestatten. So können sie ein gutes Leben in Zeket Aru führen. Beurteiler. Wir haben 42 von ihnen. Es ist am besten, ihre Namen zu kennen und welche Sünden sie nicht begangen haben. Wenn man ihr Urteil über sich hat ergehen lassen, wiegt Anubis das Herz des Menschen gegen eine Feder von Maat auf. Ein reines Herz ist nicht schwer. Dieses Elysium klingt nach Sekhet Aru. Osiris erlaubt es nur den reinsten Seelen, das Feld des Schilfs zu betreten. Das bezweifle ich sehr, aber es würde meine Aufgabe deutlich leichter machen. Da habt ihr natürlich recht, aber ich habe eine Idee. Seht her, dieses Kraut ist als Katzenauge bekannt. Es heißt, es bringt einen für kurze Zeit in das Land des Todes. Es wäre großartig, wenn ihr es probieren und mir mitteilen könntet, was ihr dabei gesehen habt. Natürlich war ich der Erste, der es probiert hat. Aber ich bin mir sicher, dass ihr eine andere Unterwelt besuchen werdet als ich. Ihr solltet euch keine Sorgen machen. Ich habe es mehrfach selbst versucht und wie ihr sehen könnt, bin ich zurückgekommen. Ihr habt recht. Ich habe zufällig einige römische Denarii bei mir. Bitte nehmt diese an euch. Das auch einfach durch eigene Beobachtung feststellen. Ich bin du. Das wart ihr. Genau ein Leben vor diesem. Aber ihr wart keine sehr gute Katze. Katzen müssen 9 Leben leben. Wir sterben und werden wiedergeboren. Aber eine bösartige Katze wird als ein niederer Mensch wiedergeboren. Ich war du. In einem vergangenen Leben. Erinnert ihr euch daran, gestorben zu sein? Die meisten Leute erinnern sich an derart wichtige Lebensereignisse. Ihr seid es nicht, der hier tot ist. Eine sehr gute Frage. Erinnert ihr euch daran, was euch antreibt? Heißt das nicht, dass euer Leben von den Befehlen anderer bestimmt wird? Vielleicht die meisten Menschen, aber Katzen nicht. Wir nehmen von niemandem Befehle entgegen, weil man nicht das Leben eines anderen leben kann. Das Leben ist dafür zu wertvoll. Vertraut mir da. Ich habe 9. Ich mag euch weise erscheinen, aber Weisheit erwächst aus Alter und der eigenen Identität. Das weiß ich, weil ich ihr bin. Oder besser gesagt, in einem vergangenen Leben war. Ich mag das Leben als Mensch nicht besonders. Aber ihr könnt mich retten, indem ihr ein gutes Leben lebt und kein Leid über andere bringt. Nur dann werden wir als Katze wiedergeboren. Wahrscheinlich nicht. Aber es sind schon seltsamere Dinge geschehen. Aber ihr tut es. Indem ihr eure Ziele verfolgt, fügt ihr jenen Leid zu, die euch im Weg stehen. Ihr müsst euch fragen, ob es das wert ist. Und wenn das erledigt ist, werdet ihr dann den ganzen Tag herumliegen und das Leben genießen? Das könnt ihr auch jetzt schon. Katzen tun das jeden Tag. Ihr könnt nur aufhören, anderen Leid zuzufügen, indem ihr das Land der Lebenden verlasst.
Ihr könnt hier bleiben, wenn ihr den Platz mit mir tauschen wollt. So werde ich als Katze wiedergeboren und ihr könnt ein guter Mann sein. Ich weiß, dass das alles sehr verwirrend für euch ist, aber ich versuche, es einfacher zu machen. Ich werde euch zwei Türen zur Wahl stellen. Eine davon führt zum Elysium des Schilfgrases, die andere zurück zum Hof des Himmels. Denkt darüber nach. Findet heraus, welche sich richtig anfühlt. Und geht dorthin, wo euer Herz euch hinführt.